Frau der Aira, Sie sind das letzte Mal in Luzern auch bei mir vor der Kamera gesehen. Dort haben Sie ein bisschen weniger zu lachen gehabt. Es war ein harter Match gesehen. Kein guter Match damals, von beiden Teams nicht, aber sie verlieren 3-0. Jetzt die Revanche, die angesagte Revanche von Ihrem Captain und es hat geklappt. Sie gewinnen 2-1 und sind auch verdient das bessere Team. Was war der Bruch gewesen? Wie hat sich das verändert in diesen 2 Monaten? Ich habe dir ja beim letzten Spiel schon gesagt, wir hatten einen schlechten Start gegen Luzern. Sind jetzt aus dem Loch rausgekommen, das wir in der Vorrunde hatten. Haben unsere Moral eigentlich gestärkt. Im Team haben wir super den Einsatz gestimmt. Und das sieht man nachher auch anhand der Siege und des letzten Spiels, die wir gemacht haben. Für Sie hat sich auch vieles geändert. Sie haben jetzt wieder einen offensiveren Part in diesem Team. Man hat es ganz krass gemerkt bei IB, wo Sie zwischen dem einen und dem anderen Match einfach 10 Meter weiter vorne spielen und jetzt heute noch mal ein bisschen weiter vorne gespielt. Und es zeigt sich, Sie haben für Chancen, Sie machen auch Goal. Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie jetzt hier weiter vorne dürfen spielen? Ich würde sagen, ich stelle mich eigentlich in Dienst der Mannschaft stellen. Ich versuche, das beizutragen, wo ja, Lücken stopfen, wo es auch die braucht. Und klar freut es mich, dass ich jetzt weiter vorne bin. Ich war früher auch schon bei Basel offensiver. Ich hatte nichts gegen die 6er-Position, die ich bis jetzt gespielt habe. Aber ich habe es gerne, wenn ich mich vorne ausleben kann. Und wenn ich so Mitspielerinnen habe, ja, freut es mich umso mehr. Jetzt sind ihr erwacht für diese Saison, könnt jetzt auch ein paar Punkte machen. Könnt ihr euch auch in der Tabelle jetzt endlich mal nach oben orientieren? Genug nach oben? Wo seht ihr, wie weit Luft habt ihr noch gegen oben? Ja, aufgrund von der Vorrunde, wo wir ja unglücklich nicht so viele Punkte geholt haben, wird es schwierig, da noch irgendwie, ja, sind wir ehrlich, den zweiten Platz zu holen oder was auch immer. Aber Step by Step, also wichtig ist jetzt mal, dass wir die Siege einfahren und ja, Spiel für Spiel. Also wir schauen jetzt nicht die Tabelle an, das ist sekundär. Das ist einfach wichtig, dass wir jetzt einfach die Moral auf dem Spielfeld immer wieder beweisen und als Team zusammenwachsen, was jetzt in den letzten Spielen super geklappt hat. Und ja, was weiterkommt, das steht in den Sternen. Jetzt für Sie, wenn Sie weiter so Goal schießen, werden Sie noch Torschützenkönigin vielleicht. Wie viele Goal mögen Sie diese Saison noch hier machen? Ganz ehrlich, es freut mich, ob ich jetzt die Goal mache oder andere Goal machen. Ich bin schon immer die gewesen, die eigentlich mehr Freude an einem Pass hatte. Entschuldigung. Ja, es ist alles sekundär. Solange wir als Team gewinnen und das Spiel wirklich ja, so bestreiten, wie wir es uns vorstellen, auch von der Einstellung her, ist es für mich das Wichtigste. Frau Hegli, das passiert mir auch nicht so oft, dass eine Spielerin kommt, die nicht gespielt hat. Wie haben Sie den Match von der Seite aus erlebt? Ja, ich hatte schon mehrere Matches von der Seite müssen zuschauen. Es ist nie einfach, wenn man muss zuschauen muss und vor allem, wenn man nicht eingreifen kann. Schwieriges Spiel gewesen. Wir haben, sagen wir mal, 45 Minuten lang nicht ins Spiel gefunden. Wir sind dann nicht in Zweikämpfe gekommen. Wir haben keinen Druck auf dem Ball gehabt. Und so ist GC eigentlich in der ersten Halbzeit schon zu sehr vielen Chancen gekommen, obwohl wir können von Glück reden können, dass nur 1-0 steht zur Pause. Es muss schwierig sein, jetzt mit den vielen verletzten Ausfällen, die Luzern hat, immer wieder jetzt hier den Angriff anzunehmen. Der zweite Platz, der ist immer noch das Ziel. Die Gegner stolpern und kommen mal wieder mit auf. Also es bleibt ein spannendes Rennen. Wie tun Sie Ihr Team motivieren, wenn Sie eben nicht mittun können? Ja, ich denke, wir müssen uns zum Ziel setzen, Spiel für Spiel nehmen. Also Schritt für Schritt. Das haben wir uns fest vorgenommen. Ich habe versucht, in den Trainings einfach Motivation hineinzubringen. Wir müssen gewisse Tugenden wieder auf den Platz bringen, über den Kampf, über den Teamgeist. Wenn wir sonst mal das Kader haben, dass wir diese Tugenden anprüfen müssen. Und das, dann kann man eigentlich grundsätzlich mit diesen Tugenden an einem guten Tag jeden Match gewinnen oder für sich entscheiden. Aber das muss man auf den Platz bringen. Werden Sie diese Saison die Schuhe noch mal schnüren? Da würde ich mich noch nicht festlegen. Ich bin im Aufbau. Ja, ich kann es noch nicht sagen zum jetzigen Moment. Herr Grüter, das 2-1 hier auf dem Stadion zieht sich durch. Zweimal zum Glück für Sie
auf ihre Seite. Aber man muss sagen, all die drei Matches, die wir jetzt in Folge da gesehen haben, sogar alle vier, wenn man das letzte noch vor dem Cup-Finale nimmt, Cup-Halbfinale, sind hart umkämpft, die Spiele. Dennoch, jetzt ist die positive Bilanz da. Das Team sieht jedes Mal besser aus. Ich frage nochmal, wie schaffen Sie das? Ja. Immer positiv bleiben, positiv trainieren, gute Trainings anbieten. Jetzt haben wir diese Woche sehr viel an den Abschluss geschafft und das hat man, glaube ich, gesehen. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, aber normalerweise schiessen wir 3-4 Goal mehr. Man muss aber sagen, es gibt ein GC mit Bettina Brühlhardt und es gibt ein GC ohne Bettina Brühlhardt. Oder? Ich meine, die erste Halbzeit geht positiv aus für sie. Sie sind in Führung. Sie haben nicht einmal so schlecht ausgesehen, aber der Geistesblitz-Genie von der Frau Brühlhardt, der hat ein bisschen gefehlt. Ja, das ist klar, aber ich tue einfach immer etwas ausprobieren, um zu schauen. Ich meine, wenn sie mal ausfallen würde, wer kann ich dort spielen lassen? Sie spielt normalerweise immer von Anfang an und das ist kein Problem, dass man mal da ein bisschen rotiert und andere Sachen ausprobiert. Wenn wir jetzt doch noch mal kritisch gehen in diesem Match, wir haben gesehen, dass 60 Minuten lang viel Gefahr rum war, aber nur durch Standards, vor allem durch Standards. Natürlich ab und zu die Stefanie Deire, wo mal etwas Gefährliches bringen. Erst ab der 60. Minute mag ihr Team aus dem Spiel raus und auch, weil Luzern Räume aufmacht, endlich Chancen generieren. Dort müssen natürlich ein, zwei Goal fallen. Das sind Sie wahrscheinlich meiner Meinung. Wie holen Sie die letzten 30 Minuten jetzt? Die letzten 20 Minuten, letzte Woche, die letzten 25 Minuten, die Woche vorher? Wo dann wieder Chancen aus dem Spiel rauskommen? Wie holen Sie die auf 90 Minuten? Ja, das ist natürlich schon eine Sache von dieser Mannschaft, die physisch auf einem sehr guten Weg ist. Und das ist bei vielen Mannschaften so, ob das jetzt IB ist oder früher Basel war, wo einfach am Schluss noch Goal geschossen hat, nicht aufgeht und immer dran geblieben ist. Und das ist der Charakter von dieser Mannschaft. Ich würde mich jetzt nach meiner vielen Präsenzen hier verabschieden für ein Weile. Wahrscheinlich sehen wir uns 3-4 Wochen nicht. Was kann ich erwarten in 3-4 Wochen? Es gibt es, wo noch mehr Punkte macht, es gibt es, wo noch erfolgreicher unterwegs ist oder bleibt auf dieser Schiene? Ja, ich habe in der Teamsitzung ganz klar gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Wir dürfen das Spiel unter keinen Umständen verlieren. Sonst kommen wir weg vom guten Weg, sonst kommen wir in einen Bruch hier. Und das haben sie verstanden, dass man das Spiel muss gewinnen und nicht unentschieden und nicht verlieren. Dann können wir auf dieser Straße bleiben. Gut, dann wünsche ich für den Fall. Merci. Glenn Meyer, das war ein harter Match. Nicht unbedingt, weil der Gegner so viel besser gespielt hat, sondern weil ihrem Team in der ersten Halbzeit viel Bewegung gefällt hat. Warum? Ja, ist schwierig zu sagen. Aber da müssen mal jede Spielerin hinstehen und mal die Antwort darauf geben. Ich habe in der Pause auch gesagt, es bringt nichts über Taktik reden. Wir können dann nicht mehr trainieren, wir können die Laufschuhe anlegen. Wir müssen an Tugenden arbeiten, die aktuell nicht auf den Platz kommen, die eben mit Einstellung zu tun haben, die mit Laufen zu tun haben, die mit Kämpfen zu tun haben. Und das kommt aktuell nicht. Es hat jeder das Gefühl, die nebenan geht schon in Zweikampf. Und ich verstecke mich, ich gehe nicht dort hin, wo es weh tut. Auch im Ballbesitz. Wir trauen nicht, die Bälle holen. Wir verstecken uns. Und so verlierst du gegen jeden Gegner in dieser Liga. So gewinnst du kein Match, so machst du kein Goal. Und meiner Meinung nach eben, vor allem in der ersten Halbzeit, Katastrophe. Und die zweite Halbzeit ein bisschen besser, aber schlussendlich auch einfach zu wenig für meine Ansprüche, die ich an die Mannschaft habe. Genau, meine Co-Kommentatorin Dalea hat gemeint im Podcast bei uns, dass ihnen ein bisschen ein Terrier fehlt. Heute hat ihnen 10 Terrier gefehlt. Ich meine, ein bisschen Leute, die den Kampf angehen. Und sonst könnte man in Luzern, man weiss, ich kann mir viele Menschen schauen, ich kenne Luzern gut, man könnte euch kämpferisch, man könnte euch läuferisch. Man hat eher das Problem gehabt im letzten Drittel, früher mit dem Abschluss. Jetzt ist irgendwie wirklich eben der Kampf und das Laufen. Und als Trainer muss das recht frustrierend sein von der Seitenlinie, weil man kann nichts mehr machen als das Team einstellen. Säckeln müssen Spielerinnen selber, oder? Ja, eben, schlussendlich redest du von Sachen, die aktuell gar nicht spielentscheidend sind. Und das ist für mich extrem frustrierend, weil eben aktuell kannst du Trainings gestalten, wie du willst. Wenn du am Wochenende so auftrittst, dann bringt schlussendlich alles nichts.
Und ja, das, was du ansprichst mit Terrier, das ist definitiv so. Ich habe das Gefühl, dass aktuell jede Spielerin so extrem mit sich selber beschäftigt ist, einfach auch mit der ganzen Situation, dass man weiss, hey, ich muss da sein, ich muss leisten, weil eben das Kader so schmal ist, dass es gar keine Optionen gibt. Dass du auch nicht in jemandem, der jetzt vielleicht eben eigentlich auf dem Zahnfleisch läuft, mal kannst sagen, hey, mach doch mal eine Pause. Und das merken die Spielerinnen. Und gleich eben, verlange ich von diesen Führungsspielerinnen, das habe ich auch angesprochen, dass die die Verantwortung übernehmen. Und das muss nicht einmal grundsätzlich sein, dass die, weiss nicht wie, verbal präsent sind auf dem Platz, sondern dass sie einfach zeigen, hey, ich bin heute ready und ich kämpfe für die Mannschaft und für das Logo, das ich auf dem Platz habe. Und das fehlt aktuell definitiv, ja. Schauen wir das Positive an. Ihr Team mag gegen Schluss erwachen. Da kommt etwas mehr. Ihr Team mag ausgleichen in einer Situation, wo sie eigentlich sehr unter Druck steht. Also etwas ist schon oben vom Willen. Wie können Sie aus diesem Moment, sagen wir 5 Minuten dort nach der Pause und nochmal 10, 20 Minuten gegen Schluss, wie können Sie aus dem 90 Minuten formen? Schwierig zu sagen. Grundsätzlich eben, wir kommen gut aus der Pause raus. Es war eine Reaktion da gewesen. Aber für mich ist es nicht eine Leistung, wo ich sagen kann, hey, wir sind nicht in der Lage, über 90 Minuten so zu performen, allein von der Laufbereitschaft her. Wir haben um eine Kunstrasse gespielt, wo ich sage, ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja, der ist extrem tief oder etwas. Du kannst sagen, ja, ich war bemüht oder in Läufen Veto, wo ich machen musste, tief oder Umschaltmoment. Für mich ist es rein nur eine Kopfsache. Bin ich bereit, meinen Schweinehund zu überwinden und mich selber zu quälen auf dem Platz. Und man hat ja gesehen, eben, wenn man nach der Mehrfahrt davon laufen, wenn man in der Duell drin ist, das steckt dir nebendran, es gibt Sicherheit, du hast 2-3 gute Aktionen und so kommst du ins Spiel rein. Aber wenn du dich versteckst, wenn du nicht bereit bist zu laufen, dann, ja, dann wird es schwierig, dass Selbstvertrauen kommt, dass du sagst, hey, heute das läuft mir und ich habe ein gutes Gefühl fürs Spiel. Müssen Sie jetzt in der Nazi-Pause Ihre Spielerinnen vielleicht anstatt das Training ins Spa schicken? Ein bisschen Massage, ein bisschen Wellness, das halt wirklich Kräfte wieder aufgeladen werden, weil Sie haben das Tönskader und das ist gegen Sommer halt wirklich hart. Ja, ich muss sagen, wir sind eigentlich nur am Entlasten. Also ich habe sogar Spielerinnen, die ich so individuell betreue, dass die eigentlich unter der Woche praktisch ihr individuelles Trainingsprogramm abspulen. Weil ich einfach auch eben gelernt habe, du kannst nicht alle gleich belasten. Sie kommen ein paar kommen von 100% arbeiten, irgendwie in den Zug rein und fahren auf die Alment zum Trainieren. Haben im Studium Stress. Eine andere Person ist an der Sportschule und kann am Nachmittag die Füße aufheben. Und die Leute kannst du einfach nicht gleich belasten. Und ja, ich sage grundsätzlich haben wir eigentlich jetzt immer Rücksicht genommen auf das. Und für mich ist mehr die Frage, dass man so ein bisschen die Ursache findet, vor allem im mentalen Bereich. Wo ich das Gefühl hatte, ist vor allem im Match dort, wo man kann, noch der Basel-Match war wirklich schwach. Gewesen. Und da hat es einen Ausspruch gegeben innerhalb der Mannschaft, da bin ich auch nicht involviert gewesen. Und dann haben wir wirklich gemerkt, es ist ein Ruck durch die Mannschaft durch. Und aktuell eben bist du wieder so in eine Base reingekommen, wo ich sage, wir müssen so schnell wie möglich können reagieren, weil aktuell es ist kein Druck gekommen. Oder ich habe den Spielerinnen gesagt, du spielst am Wochenende sowieso. Du hast deine Einsatzzeit, du kannst in dem Sinn, blöd gesagt, fast einen schlechten Match spielen und du weißt, hey, ich bin wieder im Aufgebot, ich spiele wieder. Und es gibt eigentlich nichts Besseres für Selbstvertrauen, wieder, wenn du weißt, hey, ich habe ein Match und ich kann mir eigentlich auch einen Fehler erlauben. Und ich bin auch jemand, der will, dass sie mutig spielen, dass sie dort hingehen, wo es gefährlich wird, dass die Leute sich auf Halbpositionen bewegen, dass man das Zentrum anspielt, wenn sie einmal jemanden im Rücken innen hat, das lernt die Ballverteidigung. Und wenn dort jemand einen Ball verliert, dann wirst du mich nie hören als Trainer, dass ich die Person zusammenschiesse. Mir geht es mehr darum, wenn ich mich eben verstecke und die Innenverteidiger am Schluss keine Anspielstationen, weil es halt niemand zeigt und eben keine Laufbereitschaft da ist. Ja, mit dem habe ich noch schlussendlich das Problem. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, das kommt jemand, wo wir nicht erwartet haben, dass Servette jetzt doch nochmal innen im Nacken liegt. Dafür ist Lugano nicht so abgeklärt, wie wir es erwartet hätten. Der zweite Platz, der ist immer noch rum, die Champions League ist rum. Jetzt kommt der Sommer und ihr könnt daheim auf der Hubelmatt spielen. Ein Spielfeld, das vielleicht vielen Teams nicht liegt, weil es gross ist. Habt ihr dort eine Chance, zu Hause einfach eine Macht zu werden, sodass ihr die nötigen Punkte machen
Also ich muss zuerst mal an dieser Stelle erwähnen, dass ich glaube, dir anfangs also schon gesagt habe, dass Servet für mich die Foren reingehört. Und aber ich sage, Servet ist sicher jetzt auf dem Level, wo ich sie erwartet habe. Weil es halt einfach auch, eben, wenn man so ein bisschen die Hintergründe könnte, bei ihnen, dort wird in den nächsten Jahren sicher etwas Grosses entstehen, wenn das wirklich mit dieser Kontinuität weitergeführt wird, wo jetzt aktuell Leidenschaft und noch andere Mittel reingesteckt werden. Ja, bei uns ist es so, dass ich sage, grundsätzlich der Platz bei uns daheim kommt uns sicher entgegen von der Grösse her. Aber wenn der Platz gross ist, muss laufen. Und eben, wenn du so auftrittst wie heute, dann ist es eher so, dass sogar der Platz für uns eher ein Problem wird, weder, dass es uns entgegenkommt. Dass es sonst, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, uns extrem entgegenkommt. Eben auch für Spielerinnen wie Irina, wie jetzt Svenja, die extrem schnell ist. Da kommt uns das sicher entgegen. Aber ich denke, eben, grundsätzlich habe ich auch gesagt, ich habe das Wort Champions League nicht ins Maul genommen. In den letzten Wochen will ich einfach sagen, so darfst du gar nicht für die Champions League reden, weil von dem sind wir meilenweit entfernt und darum sage ich, wir müssen einfach von Match zu Match schauen jetzt und schauen, dass wir jetzt nach dieser Nazi-Pause wieder den Trick gefunden haben, um nochmal zu reagieren. Oder? Eben, vorne dran, es ist relativ eng, alle Mannschaften, es zieht eigentlich niemand durch, weil ich sage, wenn eine Mannschaft ein bisschen Konstanz geht, dann wäre das für uns eh schon lange Geschichte mit der Rückrunde, die wir aktuell gespielt haben. Und jetzt eben, wir müssen von Match zu Match schauen und dann am Schluss wieder abgerechnet und dann schauen, wie weit das es reicht. Wäre natürlich schön, aber schlussendlich sage ich, müssen wir uns eher an dem orientieren, was wir aktuell haben und da sind wir weit weg von der Champions League.